Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Jo, wir haben in der letzten Aufnahmesession, in den letzten Parts hier das Schiff, den hinteren Teil fertig gemacht. Beziehungsweise wir müssen halt nochmal hier und da was ändern, da wir die Baumstämme so ein bisschen falsch angesetzt haben. Also wenn man hier zum Beispiel schaut, mir gefällt das eher weniger. Auf der Seite habe ich das schon relativ fertig gemacht in der letzten Folge noch. Bedeutet, wir werden da jetzt nicht mehr lange dran sitzen. Ich mache kurz noch die Musik an und dann geht's jetzt direkt los. Hier haben wir aufgehört, daher habe ich auch die Fackel hier eingesetzt. Denn hier muss nämlich noch eine Reihe umgedreht werden. Das machen wir ganz, ganz schnell und easy. Wir haben auch noch das Jetpack an und jo. Das wird übrigens jetzt auch die letzte Aufnahmesession sein vor meinem Praktikum. Ab übermorgen für mich bin ich dann im Praktikum. Beziehungsweise glaube, ja, für euch müsste jetzt Montag sein. Oder Sonntag. Irgendwie so eine Art. Auf jeden Fall bin ich für euch, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme, schon im Praktikum. Und ich bin so froh, dass YouTube die Funktion bietet, dass man Videos nach Plan hochladen kann. Also, dass man sagen kann, dann und dann soll es veröffentlicht werden. Ohne diese Funktion wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Gerade jetzt hier im Praktikum, weil da kann ich nicht einfach um 11 Uhr sagen... Was stimmt jetzt nicht? Hier muss ich noch. Kann ich nicht einfach um 11 Uhr sagen, hier... Ich veröffentliche das nächste Video. Oh, um 11 Uhr, ich meinte um 14 Uhr. Um 11 Uhr haue ich auch keine Videos raus. Lol. Ja, das ist dann da nicht möglich. Und ich möchte euch ja natürlich weiterhin Videos bieten. Was jetzt in der Zeit, wo ich im Praktikum bin, rauskommen wird, ganz normal Pokémon wird weiterlaufen. Des Weiteren Minecraft Hardcore wird weiterlaufen. Dienstags und Donnerstags. Dann... Inside ist ja beendet, das Let's Play. Da wird jetzt erstmal kein neues Let's Play erstmal kommen. In den nächsten zwei Wochen vielleicht. Vielleicht danach, ich hoffe es. Ich hatte jetzt nicht die Zeit noch irgendwie was Neues aufzunehmen. Des Weiteren kommt noch ein Matt Gamble Minecraft Video. Oder vielleicht kam das so schon, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich gerade nicht auf dem Laufenden. So, der Creeper da hinten stört mich so ein bisschen. So, tschüss. Ich brauche meine Axt. Da ist sie. Gut. Weiter geht es hier im Programm. Ja, wie gesagt, mit Gamble kommt da noch ein Video. Vielleicht sogar auch zwei Videos, das weiß ich noch nicht. Obwohl, während des Praktikums nicht. Danach kommt eventuell noch ein weiteres Skype-EP-Video. Wird er auf von euch geschaut. Ja, wird generell viel geschaut. Na, soll es dann auch bald ein Part 3 geben. Ich hoffe mal, dass wir es hinkriegen. Weil diese Videos werden ja von Jonas produziert. Ich schneide die Videos und lade sie dann letztendlich nur hoch. Mehr mache ich da auch nicht. Bedeutet, wenn ich von Jonas keine Videos kriege, dann kann ich da auch nichts machen, sozusagen. Er ist natürlich auch dabei, Videos zu machen. Er hat schon einige Videos. Nur die Frage ist, ob das für einen Part ausreicht. Das ist halt das Ding. Also ich möchte jetzt nicht hier sagen, so... Ja, ich kann keine Videos machen, weil Jonas mir keinen neuen Part machen, weil Jonas mir keine Videos bringt. Nein, das sage ich ja jetzt hier auch nicht. So. Oh, dieses hässliche Jetpack. Ziehe ich mal aus. Generell mein Inventar ist voll hier. Da kann mal ein bisschen was weg. Gut. Wir sind hier schon relativ weit. Ach, das soll wieder. Das war falsch. Bedeutet, wir sind da relativ schnell dann fertig hier. Ja, und sonst Videos halt, während ich im Praktikum bin, sonst weiter nicht. Nichts weiter außer die normalen Videos. Könnt ihr natürlich auch im Sendeplan nochmal nachschauen. Der Sendeplan findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach schauen, weiter unten, glaube ich, ist das mein Sendeplan und dann auf den Link klicken. Und dann seid ihr schon da.
Ja, aber danach wird es auf jeden Fall ordentlich weitergehen mit Livestreams. Ich werde sehr, sehr viel livestreamen, verschiedene Spiele. Hearthstone geht dann natürlich weiter. Minecraft sowieso. Für Minecraft-Livestreams bin ich immer offen. Dann, wie ich letztens schon mal erwähnt habe, will ich ja Game Dev Tycoon noch Livestream machen. Pokémon vielleicht auch wieder. Mal sehen, was sich da noch für Spiele an, ja, sich anbieten sozusagen. So. Da dann einfach abwarten. Es wird auch einige, kann ich jetzt schon sagen, einige spontan Livestreams wahrscheinlich kommen. Weil ich dann einfach spontan sage, hier, dann und dann. Oder vielleicht werde ich auch sagen, so ab sofort jeden zweiten Tag 20 Uhr zum Beispiel Livestream. Vielleicht wäre das besser, dann kann man sich darauf auch einstellen. Und 20 Uhr ist, denke ich mal, eine gute Zeit. Gut, es ist halt auch nicht jeder zu Hause, es sind ja auch viele im Urlaub. Er kann auch nicht jeder meine Videos verfolgen, was sehr auch verständlich ist. Nur wenn ich dann zu Hause bin, würde ich dann halt doch dann das machen. Man kann ja, es ist ja nicht so, dass man die Livestreams dann verpasst und dann nie wieder anschauen kann. Ich lade sie ja im Nachhinein noch hoch, beziehungsweise schalte sie öffentlich. Hochladen brauche ich sie ja nicht, dank YouTube. Das macht es ja schon von alleine sozusagen. Damals habe ich das immer so gemacht, dass ich dann zusätzlich das noch nebenbei aufgenommen habe und dann hochgeladen habe. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil dann kann ich hier und da nochmal was schneiden. Oder den Anfang rauscutten, wo ich noch ein bisschen was teste oder so. Aber so grundsätzlich mache ich das jetzt nicht mehr. Ja, und sobald der Server dann wieder eröffnet ist, soll ja im August auch sein, gibt es natürlich dazu auch Livestreams und Videos wieder. Da freue ich mich auch schon total. Hab dich gesehen. Obwohl ich nicht so eine Brille habe wie du, sondern eine einäugige Brille oder wie man die Dinge auch immer nennt. Oh, jetzt will ich erstmal kurz das Holz einsammeln. Hier oben noch überall liegt. Hier ist natürlich im Schiff noch alles dunkel. Wir kriegen gerade auch hier einen Höhensound. Interessant. Außerdem hatte ich auch die Befürchtung, dass, glaube ich, die Musik ein bisschen zu leise eingestellt ist. Komm, komm. Ich denke mal, so ist es besser. Wenn es zu laut ist, dann einfach mal bitte in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das zur nächsten Aufnahmesession nämlich beachten. Generell, was ihr in die Kommentare schreibt, werde ich sowieso in der nächsten Aufnahmesession alles gelesen haben. Zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt dieser Folge. Und noch ein paar weitere Folgen auch. Denn, nee, stimmt, ich hatte ja vorhin gesagt, heute ist eventuell Montag oder Sonntag. Nee, das müsste ja noch weiterhin sein. Ich habe ja schon eine Aufnahmesession. Stimmt. Da bitte nochmal was vergessen. Aber was ich eben sagen wollte halt, wenn ihr irgendwelche Anliegen oder so habt, kann darauf dann beim nächsten Mal auf jeden Fall eingehen. Nein, Anliegen von dir nehme ich nicht an, Zombie. Oh, hier der ganze Müll. Auch ich alles nicht. Es wäre vielleicht auch dann gleich gut, nochmal zum Zuckerrohr zu schauen. Ich hatte ja beim letzten Mal die Idee, einfach mich mal auf AFK dahin zu stellen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich hoffe mal, es ist jetzt nochmal ein bisschen gewachsen. Das beim letzten Mal war ja gar nichts. Da war ja wirklich gar nichts gewachsen. Der Schrank müsste eigentlich hier geladen sein. Ja, doch, der ist auf jeden Fall geladen. Da frage ich mich, warum das beim letzten Mal nicht gewachsen ist. Ich hatte es da ja eine Weile schon. Naja, sowas versteht man halt nicht. Das ist die Minecraft-Logik. Ja, guck mal, hier ist doch was gewachsen. Da hinten sind die Schranks auch geladen. Gut, dann jetzt so kurz das hier noch rauszimmern. Diesmal von oben ruhig, dann kann ich hier nämlich das Holz schon mal einsammeln. Und unten muss ich sowieso dann hin. Das ist dann auch die letzte Ebene. Die unteren Ebenen will ich ja so belassen. Hatte ich ja gesagt. Nein, 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 nein! Jetzt ist es doch passiert. Ein scheiß Creeper. Ein scheiß Creeper, ey! Ja, du kannst dich hier gleich auch mal verpissen. Oh, dank der alten Physics-Mods
schwimmt das Holz um. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn hier was ins Wasser fällt. Also ich muss mal was essen. Hat der Creeper mir jetzt ernsthaft hier ein Loch reingemacht? Und natürlich auch unbedingt ein Loch in den Boden. Na toll. Aber ich habe jetzt keine Showwaffe aufgesammelt. Nee. Die sind. 5 Stück sind zerstört. Weil ich habe keine Lust, nochmal in Game Mode zu gehen. Das war jetzt mal gemacht. Und das ist jetzt auch hier ein geringerer Schaden, bedeutet. Weil ich jetzt nicht extra irgendwie. Ach, was mache ich denn hier? Da war ich jetzt geistig abwesend. Aber, ja. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach, egal. Ah, genau, bei den Livestreams halt auch. Vielleicht gibt es dann da auch nochmal bestimmte Infovideos. Sobald ich mich dann nach dem Praktikum entschieden habe, hier dann und dann mache ich Livestreams, dass ich das euch dann auch vielleicht vorher ankündige. Also, das ist jetzt eine Disziplin, die ich mir selber so ein bisschen stellen muss. So ein bisschen Selbstdisziplin halt. Versucht da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen, dass man, dass halt ihr als meine Zuschauer euch da auch besser drauf einstellen könnt. Weil ich bin ja auch so einer, der nicht ständig in der Abo-Box irgendwie campt oder so. Und abwartet, dass vielleicht jemand einen spontan Livestream macht. Ich sehe von meinen Leuten, die ich abonniert habe, ja, die machen gerade einen Livestream, ja, klicke ich rein. Das ist dann zufällig, dass ich das sehe. Aber wenn ich dann wiederum irgendwie da eine Information kriege, der und der YouTuber macht dann und dann einen Livestream, dann kann man sich halt, wie gesagt, da besser drauf einstellen. Ja. Hä? Habe ich kein Holz mehr? Ich habe Holz minus gemacht. Hä? Gut, es wurde jetzt einiges zerstört, aber war es jetzt so ausschlaggebend? Dass ich jetzt so heftig Holz minus habe? Na toll. Das heißt, wir müssen uns kurz einen Baum mal anpflanzen, dass wir da mal ein Truppenholz kriegen oder so. Ja, hier ist wieder schön viel Platz. Dann machen wir das einfach mal ganz easy hier. Also jetzt noch mal Schlussfazit. Es wird dann ein Infovideo geben, wie das dann mit den Livestreams laufen wird. Und ich versuche mich dann da auch an feste Zeiten zu halten, dass ihr dann euch darauf vorbereiten könnt. Weil Livestreams machen mir persönlich halt extrem viel Spaß. Und ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sogar am ersten Tag, wo ich wieder da bin, dann gleich ein Livestream sein wird. Beziehungsweise halt den Tag danach, weil den Tag, wo ich ankomme hier, ich weiß nicht, ob ich da dann gleich direkt Lust habe, gleich mich am PC zu setzen und Livestream zu machen. Ich denke mal eher weniger, weil vielleicht auch ein paar Minecraft-Videos oder so produziert werden müssten. Aber dann, muss ich mal kurz schauen, am 21. Juli, das ist glaube ich ein Sonntag, so gegen 20 Uhr, 19 Uhr, könntet ihr ja, genau, 21. Juli, da kann man ja mal, könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal drauf schauen auf dem Kanal. Vielleicht ist bis dahin auch schon ein Infovideo gemacht worden von mir. Kann nämlich auch sein. So, jetzt habe ich das ganze Holz. Ich laufe mal hier oben gekonnt entlang. Weil ich möchte mal ganz kurz zum Zuckerrohr. Und alles mögliche hier mal abfarmen. Ja, es ist ein bisschen was gewachsen, aber ja, toll. Ich habe mir mehr erhofft aus der Zeit, wie ich jetzt hier gebaut habe. Ich werde das, was ich jetzt hier bekomme, direkt neu einpflanzen. Bedeutet, es gibt dann noch ein paar mehr Zuckerrohr, wo was wachsen kann. So, bis hierhin. Bis dahin und nicht weiter. Ja, und den Rest, also noch weiter einpflanzen werde ich wahrscheinlich nicht. Aber mal sehen. So, hier war doch vorhin ein Creeper. Ah, ich glaube mal, der ist irgendwie wieder weg. Ey. Der ganze Müll, der hier produziert wird. So, da ist noch ein Zombie mit einem interessanten Hut. So, Jetpack brauche ich jetzt nicht.
Dann geht's jetzt da hinten weiter. Das Holz da hinzupacken. Oder zu verbauen, besser gesagt. Und dann geht es mit der Spitze direkt weiter. Darauf freue ich mich auch schon jetzt, hier die Spitze zu anzufertigen. Denn sobald die Spitze da ist, muss nur ein Boden rein. Dass man auch drauf laufen kann. Und dann ist das Schiff, so wie wir sehen, schon fast abfahrtsbereit. Genau. Hier kommt jetzt die Spitze hin. Wir haben ja auch einiges nach vorne, steht das ja hier über. Aber es ist halt ein großes Schiff. Und wir müssen es dann halt rausfahren, weil wir kommen mit dem Mast nicht hin. Das passt hier nicht in die Werft rein. Wir müssen das dann auf dem Wasser weiterbauen. Scheiße, 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 Creeper. Mann! Ich hasse Creeper. Ich hasse sie. Wieder so viel Müll hier. Ja, 3 Shore-Buffer. Geil. Ja, reichwegs sind wir hier. Bedeutet, wenn das Schiff weg ist, werden erstmal Reparaturarbeiten fällig. Und mir fällt halt auch keine andere Möglichkeit ein, wie ich hier verhindern kann, dass hier Monster spawnen. Es gibt hier keine andere Möglichkeit, weil wie soll ich hier Beleuchtung hinkriegen? Wie soll das gehen? Und welche Lampen, die nach unten so zeigen? Na toll. Geht nicht. Das Einzige, was jetzt so vielleicht möglich ist, habe ich Kohle dabei, habe ich Holz dabei, ja, habe ich. Ich mache mal ein paar Fackeln. Und wir können ja im Schiff drinnen selber Fackeln hinsetzen. Das ist eine Idee, warum kam ich da nicht schon eher drauf? Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Warum kam ich da nicht eher drauf? Da kommt die Ebene hin. Mit einem Boden, genau, dann da und dann. Kann auch sein. Keine Ahnung. Setzen wir einfach hier mal ein paar Fackeln. Bisschen unsymmetrisch. Ist jetzt egal, die werden sowieso noch richtig hingesetzt. So, nochmal ein paar Tomaten essen. Ah, die Tomaten sind auch schon fast alle. Und dass die Donuts bald fertig sind, daran zweifle ich noch.